Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1 Remake. Genau, hier ist ja nur das Loch, alles klar. Ich hatte gerade schon überlegt, ob ich meine Aufnahmesession für heute beenden soll, weil es ist schon relativ spät und wir haben ja noch mitten in der Woche. Auch wenn ich Homeoffice mache, muss ich ja morgen wieder früh raus. Das reimt sich perfekt mit raus auf Maus. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hauptsächlich noch aufnehme, weil unser Kater mal wieder eine Maus gerade von draußen mitgebracht hat. Und legt jetzt die ganze Küche gerade in Schutt und Asche. Aber, naja. Habe ihn jetzt mehr oder weniger in der Küche eingesperrt, dass er da nicht raus kann, bis er halt die scheiß Maus auch gekriegt hat. Naja. Von mir sage ich schon unser Kater, mir gehört er ja gar nicht, aber egal. Ach ja, hier ist ja jetzt wieder das lustige Rätsel. Naja, so lustig ist es ja gar nicht, aber egal. Obwohl, den musst du erstmal nicht öffnen. Ich muss das Teil ja gar nicht unnötig mit mir rumschleppen. Nö, brauche ich nicht. Dann schauen wir mal, was hier jetzt so abgeht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ah, hier liegt auch schon. Nee, hier liegt nicht die Kurbel. Aber hier komme ich zu Enrico, oder? Ja. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Enrico! Double crosser? Chris muss ja eigentlich direkt gesehen haben, wer es ist, ja, weil er sich ja sofort umgedreht hat. Getötet durch eine Kugel. Wer könnte es sein? Ich hatte die Augen zu, ich habe geblinzelt, deswegen habe ich ihn nicht gesehen, oder was? Moment, er hält etwas in der Hand. Ja, seine Waffe. Die hielt er nicht in der Hand. Das will ich nur mal angemerkt haben. Ey, ich hab geschossen, du Sack. Ich hab so damit gerechnet, dass hier ein scheiß Hunter wieder um die Ecke kommt. Echt, ey, scheiß Viecher. Oh, hier liegt ja noch was. Nochmal Pistolenmunition, oder? Tatsache. Warum kriege ich so viel Pistolenmunition? Obwohl, ich komme ja in der Kiste vorbei, von daher, die kann ich ja noch eben mal eben... Noch mal eben hier, genau. Tolles Deutsch mitnehmen. Auch hier vorne nehme ich den eben mit, da ist der Bereich wenigstens geklärt. Ich kann es in der Kiste lassen. Wenn ich mich frage, warum ich ja ausgerechnet Pistolenmunition kriege, denn ich kämpfe garantiert nicht mit der Pistole gegen die Hunter. Wenn die mir doch wenigstens Gewehrmunition mal hier lassen würden. Aber nein, so nett sind sie natürlich nicht. Nur sinnlose Muni, die keiner mehr haben will. Natürlich, 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 nein! Aua! Okay, interessant. Er ist durch das Messer tatsächlich schon gestorben. Lol. Aber ich treffe wirklich auf deutlich mehr Hunter als mit der guten Jill.
Okay, aber hier sind jetzt keine. Drei Dolche habe ich noch, okay. Ach, jetzt kommt doch die Kugel, ne? Ja, und jetzt sind hier die Flammenwerfer. Ganz toll. Speichere ich jetzt nochmal? Ach nee, komm, Quatsch. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Tja, warum wohl? Indiana Jones lässt grüßen! So, hier liegt wenigstens jetzt auch für ihn Schrotmuni, das ist gut. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt doch jetzt aber der Kampf gegen die Spinne. Ja, hier ist der Kampf gegen die Spinne, deswegen muss ich was mit gegen Vergiftung mitnehmen. Ich frage mich, ob der Flammenwerfer vielleicht gut sein könnte gegen die Spinne. Das könnte ich mal rein theoretisch ausprobieren, aber halt auch nur theoretisch. Das ist mir immer noch egal, PlayStation. Lerne es. Nö, 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 nö. Mann, bist du eklig. So, jetzt nehme ich mal wirklich den Flammenwerfer. Mal gucken, ob der was ausrichten kann. Wow! Wow, hier ist ja noch eine normale Spinne mit im Raum. Oh, nö. Ja, genau. Du mich auch. Die ist echt gut, aber gewesen. So, kurz raus und wieder rein. Und wieso war hier jetzt schon wieder ein Hunter drin? Das fand ich ja jetzt schon wieder scheiße. Aber naja, egal. Kann ich die auch mit dem Flammenwerfer rein theoretisch das hier verbrennen? Müsste ja rein theoretisch nämlich funktionieren. Hey, das geht! Das geht! Wie geil! Resident Evil ist mal logisch. Das ist ja wirklich eine nette Abwechslung. Brauche ich nämlich das blöde Messer hier hinten nicht.
und mir den Taschenplatz wegnehmen zu lassen. Das ist cool. Chris, der Mann mit dem Flammenwerfer. Oh yeah. So, erstmal die Karte. Genau. Ja, die Kräuter lasse ich erstmal hier. Hab ja ein Vollheilmittel. Ein Vollheilmittel. Die Tür ist verschlossen, ne? Natürlich ist die Tür verschlossen. Nein, ich wollte... Ja. Wenigstens habe ich ihn vorher gut genutzt. Ist nur blöd, dass ich jetzt hier nicht dann zurück zur Kiste wirklich komme. Dann muss ich jedes Mal den Flammenwerfer quasi hin und her tragen, um die Tür wieder zu öffnen. Und das ist jetzt ein bisschen blöde. Weil hier ist ja jetzt das, wo ich letztes Mal so grandios gestorben bin, aber naja. Ich will nicht. Ich habe Angst zu sterben. Eigentlich war ich ja bei Jill wirklich beim letzten Mal nur dumm. Ich muss einfach nur geradeaus rennen und dann links. Und nicht in der Ecke hängen bleiben. Let's go. Ja, lief doch alles gut, ne? Warum hatte ich nur solche Probleme beim letzten Mal? Okay, hier liegt nur ein bisschen Heilung. Nö, jetzt gerade nicht. Okay. Weil Heilung, damit geht es mir eigentlich ganz gut. Genau, hier ist jetzt wieder das schöne Statuenrätsel. Das ist ja auch zum Glück sehr viel... Ja, nicht sehr viel leichter eigentlich als das letzte, ne? Aber das verstehe ich wenigstens sofort richtig. Ganz konzentriert auf seine Arbeit. Er hat nicht mal zur Seite geguckt, ob es klappt, was er hier macht, aber naja. So, schön weiterschieben. Immer weiter. Ach, natürlich ist wieder ein ganz kleinen Ticken zu weit links, wie letztes Mal. So, jetzt aber. Schieb das Ding rein. Schön. So, jetzt haben wir den tollen Zylinder. Und den werden wir auch brauchen. Das heißt, wir müssen sowieso unseren Flammenwerfer wieder mitnehmen, um die andere Tür aufmachen zu können. Interessant. Warum so kompliziert? Ja, die Heilung muss ich jetzt auch liegen lassen, weil ich nur noch einen Taschenplatz frei habe. Und der muss ja für den Flammenwerfer jetzt freigehalten werden. Yay!
Naja. Aber wenigstens konnten wir ihn hier mal ausprobieren und der hat uns richtig gute Dienste erwiesen. Das können wir ja sonst echt nicht anders sagen. Das war schon gut. Ich dachte schon ganz kurz, hier wären zwei. Wäre jetzt aber echt nicht witzig gewesen, du. Nee. Was? Nein, ich wollte das doch nicht ablegen. Ich wollte... Ja, leg ihn ab. Ja, ist die Überlegung, ne? Speichere ich jetzt oder nicht? Die Kurbel brauche ich ja, glaube ich, auch nicht mehr. Und ich könnte mir die Kräuter noch holen. Also ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, absolut nicht. Will. Wenn ich mir die Kräuter hole, brauche ich auch jetzt noch nicht abzuspeichern sofort. Mal gucken, ob jetzt neue Hunter da sind oder ob ich mir jetzt mal eben die Kräuter aus dem Nebenraum noch holen kann. Gefahrlos. Weil sonst lasse ich sie liegen. Nee, es ist ruhig. Okay, gut. Auch wenn wir jetzt eigentlich gar nicht mehr vergiftet werden. Ich glaube, die blauen Kräuter waren hauptsächlich für den Kampf gegen die Spinne gedacht oder gegen die Spinnen. Aber egal. Was man hat, das hat man. So bin ich auf jeden Fall gewappnet, dass wenn jetzt nochmal irgendwas mit Gift kommen sollte, dass ich auf jeden Fall genügend in den Truhen habe, um mich dann nochmal zu heilen. Von daher, ne, nehmen wir es mit. Macht ja nichts. Es geht durch die Tür. Ah, es bleibt auch wirklich ruhig. Brave Hunter. Kommt ja nicht wieder hierher. Komische Luftballonmonster. Ja, sie kommen hier so ein bisschen manchmal vor, wie als wären sie aus einem Luftballon, weil... Ja, ihre Sterbanimation, es wirkt halt wirklich so, als wären sie auf jeden Fall aus Gummi und... Ja, keine Ahnung. Ich nehme doch mal die Winde mit, sicherheitshalber. Ist ja jetzt die richtige, ne? Sechseckig, ja. Gut, speichern. Ich sagte speichern. Yay! Schön. Gut, ihr Lieben, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Dann machen wir wieder das mit dem Zylinder. Und besuchen die gute Lisa und ich bin mal gespannt, ob jetzt hier auch wirklich dann Rebecca noch auftaucht oder halt nicht. Ich meine, sie könnte mir hier garantiert nicht groß helfen, aber wäre mal schön, sie wiederzusehen, dass man schon mal weiß, ja, sie ist auch hier unten und sowas, aber
Das werden wir sehen, ob wir sie hier treffen oder erst wieder im Labor oder so. Das, ja, das sehen wir dann. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut, ihr Lieben. Und habt noch einen schönen Tag. Ciao.